Hallo, willkommen zu einer neuen Runde Mechabellum. So, ich habe heute dann doch nochmal ein Spiel, nee, zwei Spiele gemacht. Eins habe ich gewonnen, eins habe ich verloren. Und mir ist aufgefallen, bei dem zweiten Spiel, weil ich direkt nach dem ersten gemacht habe, ich hatte das Gefühl, ich konnte klar benennen, wo ich die Fehler gemacht hatte und dass das sehr dumme Fehler waren. Und ich glaube, dass das tatsächlich dadurch kommt, dass ich schon nach einem Spiel unkonzentrierter spiele. So, um das jetzt zu testen, mache ich jetzt mal drei Spiele in Folge, um zu gucken, wie miserabel das dritte Spiel im Vergleich zum ersten ist. Ich weiß, dass das nur ein ganz kleines Sample ist, aber ich meine, ich habe jetzt die letzten irgendwie 10 Spiele oder so bis auf das eine dann gewonnen gehabt jetzt hier. Eine Siegesserie gehabt und das war hauptsächlich, weil ich nicht viel Zeit hatte. Und mir ist das schon mal aufgefallen, da habe ich dann irgendwie am Tag 2 Spiele gemacht und dann bin ich massiv besser dabei, als wenn ich am Tag 8 Spiele mache. Es ist natürlich total schizophren, ne? Also das sollte nun so nicht laufen, auf gar keinen Fall. Aber bei mir läuft das anscheinend so, ist mein Eindruck im Moment. Und ich mache das jetzt mal häufiger, diese Tests, wo ich jetzt einfach mal 3 mache, vielleicht zu einem Spiel, um zu gucken, ob die Performance dann vielleicht anders ist. Klar, das Ranking ist auch hochgegangen, wenn die Gegner auch besser, von daher ist es immer ein bisschen schwer, weil da alles zusammenkommt. Aber ich habe den Eindruck eigentlich schon seit Monaten, dass mehr Spiele schlechter für mich hier ist. Einfach weil ich halt dann auch mehr Fehler mache, ne? Klar, wie gesagt, wenn die jetzt besser wären, die Gegner, dann ist es sowieso nochmal eine andere Geschichte. Also schwer, das sinnvoll zu testen, aber wir machen jetzt mal 3 Spiele und ich gucke mal, ob ich das Gefühl hatte, dass ich im ersten weniger als im dritten Spiel gemacht habe. Fehler in dem einen Spiel, das ich heute verloren habe, war, dass ich ganz früh ein Upgrade ausgegeben habe, mich früh für einen Giant entschieden habe. Und wenn man das alles vom Gegner macht, dann kriegt man auf die Fresse für gewöhnlich. Ganz dummer Fehler. So, ansonsten immer so starten mit sowas ist ganz gut, finde ich persönlich. Hat er auch gemacht. Also der Phoenix-Start ist einfach sehr stark. Okay. Er wird sich jetzt nicht zwingend auf eine Seite stellen, würde ich sagen. Ja, man holt ja jetzt wahrscheinlich aber auch Crawler dazu. Also machen wir da keine Experimente. Einmal im Kreis gehen oder einmal gleichzeitig aufstellen. Also mein Eindruck ist, wenn ich mich gleichmäßiger aufstelle, dass ich besser abschneide. Ich das so mache, dann sind die geschützt vor Satelliten. Allerdings ist der dann erstmal geht er da oben kaputt, bevor irgendjemand am Kampf teilnimmt. Ne? Und da ist das, glaube ich, keine gute Aufstellung. Ich versuche das jetzt mal hier zentral zu lösen, das Ganze. Hoffe, dass die dann alle nach innen kommen. Ich glaube sowieso nicht, dass ich die da ordentlich splitten kann. So aufstellen, weil die dann im Kampf Phönix gegen Phönix besser abschneiden. Weit genug weg, dass ihn keine Bombe trifft. So, dann gibt es nochmal einer ran, der extra für die tankt. Genau, und der kann dann jetzt hier gleich auch in Ruhe snipen, weil das Kleine wieder ebenfalls stirbt. Und um die nächste Runde die Flanke decken, ne? Gegner natürlich 200er Bonus. Generell gilt eigentlich fast schon, je höher das MMR, desto eher stehen die vorne zum Rushen. Ich weiß nicht, ob sie aus Langeweile machen oder weil sie wirklich stärker halten. Aber das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich ganz, ganz stark habe. Also, ich weiß nicht, auf welchen MMR das vielleicht anfängt, so 1,6, 1,7 meinetwegen, aber ne? Dann stehen die auf jeden Fall sehr häufig vorne irgendwo. Die mögen alle aggressiv zu spielen. Vielleicht auch ein Stück Langeweile geschuldet. Vielleicht einfach der Metablase, in der sie sich befinden. Das kann alles sein. In jedem Fall ist das eine Beobachtung, die ich habe. Ja, was nehmen wir jetzt da? Er hat alle seine Anti-Small links. Level 2 an der Front ist immer unangenehm. Zumal, wenn er das und das nimmt. Ne? Selbst mit dem da holt er alles Kleinvieh weg. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich daneben soll. Kleinvieh nochmal ein bisschen wegräumen. Das für die Schildblase vielleicht ganz gut. Kann auch gut sein, dass er nachher auf irgendwas draufläuft. Müssen wir mal gucken. Typhoon-mäßig. Wenn ich den mit der Schildblase da oben gleich reinstelle, da kann schon eine Menge, ja, oh Überraschung, geschildert werden. Kostet erst mal zu viel, ne? Eh nicht so gut dagegen.
Okay, versuchen wir das mal. Ansonsten die Frage, ob sich hier halt jemand jetzt hinstellt. Ich riskiere das mal. Ja, könnte man gleich noch einen zweiten hier hinstellen und dann ein Schild da hinstellen, damit die eben, ne, auf das Schild loggen und die da ein bisschen vorbeifahren. Die sind, glaube ich, schon nett, die Schilde, aber man darf damit keine Crawler bekämpfen. Da kommt die Backline. Ich will nicht zu früh Schilde ausgeben. Geld hat er schon ausgegeben, glaube ich, ne? Ich hätte jetzt auch mehr damit gerechnet, dass er von links kommt. Gehört ja eigentlich zu dieser Strategie so häufig dazu. Training. Dann können wir die Schilde jede Runde vergrößern. Der wird jetzt Öl vielleicht nehmen, um was anzuzünden. Kann ich den kaputt machen damit? 200%. Taschenrechner. Ist das nicht 15.000 Schaden dann? Dann kriege ich den gewonshottet noch mit dem Satellit, wenn ich das jetzt mache, ne? Da ist er halt direkt weg. Ich mache das jetzt einfach mal. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich hoffe, hier war es jetzt richtig noch platziert. Da rechnet halt keiner mit, ne? Dessen könnte das klappen. Genau, wir stellen mehr davon auf, damit ich gleich eben auch entsprechend die Schilde verteilen kann. Das ist im Moment meine Hoffnung so ein bisschen hier. Ja, sonst, wir müssen jetzt Modelltanks aufstellen. Ne? Muss man immer wieder erhöhen, die Anzahl. Da bin ich jetzt noch nicht ganz so gut dabei. Die langsamen dazu packen, denke ich auch. Die Flammenwerfern hauptsächlich. Genau, der versucht das dann hier zu tanken ein bisschen auf allen Seiten. Headquarter muss man beschützen, da geht, glaube ich, auch kein Weg dran vorbei. Das ist jetzt sehr weit auf an der Seite, ne? Das muss man schon aufpassen. Ah, ist das ein Ärger. Jetzt habe ich die Fähigkeit ohne Satellit umsonst genommen, ne? Ich meine, ich habe den Panzer bekommen, einen von dreien. Es war jetzt Spielerei. Also die Spielereien kosten natürlich Spiele, ne? Gar keine Frage. Weil die Siegesserie habe ich ohne Spielereien komplett gemacht. Und jetzt habe ich eine Spielerei gehabt. Das wird sich wahrscheinlich nicht positiv auswirken auf das Ergebnis. So, je mehr Fängste jetzt holt, desto besser könnten die Typhoons werden. Na, weil Typhoons im Muster eines gut gegen Fängste sind aufgrund ihrer Feuerrate. Der wird jetzt wahrscheinlich schon irgendwas wie Raketen eingeplant haben. Gegen die Schilde, vermute ich. Er hat sein erstes Upgrade ausgegeben. Junior. Das sind Juniors, ne? Da kann ich die spammen, die dicken Dinger. Ist aber sehr teuer, wenn ich das jetzt ausgebe. Ich mach das mal trotzdem. Genau. Der kümmert sich um das Kleinvieh hier unten. Huch, Typhoon-Reichweite ist richtig groß. Ich habe sie immer so ein bisschen kleiner in Erinnerung gehabt. Aber offensichtlich liege ich da falsch. Genau, hier wird dann noch so ein kleines Schild gleich. Ist dann hier vorne gegen die Ecke auch gedacht, so ein bisschen. Ja, nächste Runde dann wahrscheinlich das Schutzschild ausgeben. Muss man mal schauen. Also, ich habe das Kauf nicht gesehen. Teleporter. Wollt sie die hinpacken? In die Flanke wahrscheinlich. Genau, der hilft da aus. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank zwei hier stehen. Allerdings werden die sich, ne, nach links und rechts bewegen, sodass er hier rein kann. Das ist natürlich fies. Dann kriegt er das Headquarter jetzt. Es sei denn, die werden irgendwie schnell fertig, aber weiß ich nicht. Sieht nicht so aus. Besuch von links, klar. Ist eine ganz beliebte Kombo, ne? Ob die da jetzt besonders stark ist, ist eine andere Frage. Aber der schießt direkt auf den Phönix. Das Headquarter könnte stören, er geht aber rüber, nice. Ja, hat aber funktioniert. Aber weil er noch am Porten ist vielleicht. Ja, very nice. Nein! Noch ein Schuss? Okay. Ich will ja nicht zu früh Upgrades ausgeben. Also bei sowas wie ein Arclight, wo klar ist, dass er nur dieses Upgrade im Grunde genommen ausgibt immer, ist, glaube ich, kein Problem. Weil in anderen Einheiten sollte man eher flexibel bleiben, ne? Aber ich glaube, ich kann mir jetzt wirklich für die Typhoons langsame Schild erlauben. Die stehen überall an wichtigen Positionen und würden
ich glaube, ich auch Einheiten decken, die eine Bedeutung haben. Ah, der Replika ausgegeben, das habe ich gesehen. Senior Tech. Und ein Drop. Das riskiere ich jetzt mit dem Drop. Wegen der Finisher-Runde. Okay. Ich mache noch einen von denen. Die kriegen jetzt ihre Schilde auf jeden Fall. Schutz ausbauen da vorne. Und dann mache ich hier rechts auch noch mal eine. Wird wahrscheinlich eh wegporten, vermute ich mal stark. Genau, wir machen auf jeden Fall Kreditreichweite. Laufen für da unten. Und jetzt können wir das noch da reinquetschen. Noch ein Vogel. Okay. Da wird jetzt irgendwo der Drop wahrscheinlich kommen. Ich packe einfach hier nochmal einen Vogel dahin. Dann komme ich nirgendwo rein da hinten, ne? Weil es hier unten ein Drop ist. Ganz viele Replikas. Die sind halt nicht so gut gegen Crawler, das ist wahrscheinlich seine Überlegung. Und da hat er eigentlich auch recht mit. Aber es sind eine Menge von denen, das muss man auch sagen. Mal sehen. Charge Shot hat er jetzt auf jeden Fall. Hat er genug Schaden, um durch die Schilde durchzukommen? Da fehlt mir jetzt die Erfahrung. Ich spiele Typhoons selten in diesem Szenario. Also die Flanken haben wir, glaube ich. Der kommt jetzt hoffentlich schnell genug durch, damit der Charge Shot halt keinen Schaden macht. Genau, der Charge Shot räumt hier vorne offensichtlich auf. Vielleicht auch so das Ding ein bisschen. Bauen wir das Headquarter schnell, das wäre jetzt ganz hilfreich. Danke. Also, dass er den Drop im Prinzip ignoriert hat da oben, ne? Das war, glaube ich. Ich meine, der war nicht teuer, der Drop, muss man sagen. Und da kommt auch der Rage Quit. Ja, also der Drop hat das mit Sicherheit besiegelt, das Spiel für ihn jetzt. Hätte es ohne den Drop funktioniert. Das wäre halt interessant zu wissen. Also die Schilde sind überall zusammengebrochen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also da kam schon guter Schaden raus. Gerade so ein Phoenix, ne? Level 2 macht schon guten Schaden. Ansonsten glaube ich schon, dass die Idee mit den Crawlern gar nicht so schlecht gegen die Typhoons ist. Also sehr interessantes Szenario zu wiederholen ohne den Headquarter-Snipe. Ne? Das hat ja auch ihn geragequittet gerade. Das wäre schon mal interessant zu sehen, ob es daran gelegen hat. So, das war auch wieder die erste Runde. Also ne? Fehlerquellen. Wie groß war das Fehlerpotenzial, was ich hier ausgeschöpft habe? Und jetzt gucken wir das zweite und das dritte Spiel, ob ich da mehr und mehr Fehler mache. Also mein Instinkt wäre ja. Kurze Sekunde. Okay. So, was war der 1900? Ne, stand da. Wir können ja mal gerade hier reingucken, was das war. Wie auch immer das geht. Irgendwie so, MMR, Welt. 1500 ist dann irgendein Top 100 Spieler gewesen. Also bewusst ist mir jetzt kein Fehler gewesen in der letzten Runde. Nur eben dieses bisschen Gerate, ob das Schild früher, später, ob das sein soll. Und dann die Frage, ob die Crawler halt das wirklich gekontert hätten, das Vieh so ein bisschen. Aber das kann ich halt nicht mit Sicherheit sagen. Ja, also immer wenn die Wahl ist, würde ich im Moment auf den Phoenix-Start gehen, glaube ich. Gerade wenn das hier irgendwie in Kombination alles funktioniert, ne? Anti-Small, Phoenix und Small kann ich ja zukaufen und der Spezialist kein Elite oder so ein Scheiß ist. Ja, das Anti-Phoenix, ne? Also muss einfach sagen, der Phoenix ist einfach unglaublich stark im Moment, ne? Okay. Cool. Der hat jetzt Panzer aufgestellt, da möchte man auf einer Seite durchpushen in aller Regel. Deswegen kommen die jetzt hier hin. Und dann hämmern wir das Kleinvieh und ja, und dann muss ich eben ein paar Modelltanks noch dabei packen. Die Frage ist, ob ich sogar Fangs dabei packen will, aber ich habe da eigentlich nur negative Erfahrungen. Ich glaube dann lieber immer in Tod. Okay, der steht da. Und da kommt nochmal ein zweiter dazu. Der ist, häufig stelle ich den so dahin, dass der gegen die Crawler hier in diesem Bereich arbeitet. Und so weit vorne stehen, lockt er auf den da ein. Das will ich nicht.
Das Recht, wir wissen, dass er rechts da gleich reagieren wird mit einer Einheit, ne? Wahrscheinlich mit Modelltank, vermute ich. Also hier könnte man zum Beispiel wieder früh ein Upgrade für die Arclight spielen. Das wäre kein Riesendrama, vermute ich. Ja, es gibt dann noch die Fresse. Also der Marksman-Start, auf jeden Fall eine der beliebtesten, wenn man irgendwie kann. Einfach weil man eben diesen beliebten Phoenix-Start damit sehr gut kontert. Extended Range ist immer gut, denke ich. Maspidus Sledgehammer ist natürlich der absolute Brüller. Also da spricht beides dafür. Das sind halt dann bessere Modelltanks, ne? Gewonshottet wird er ja sowieso, der Panzer. Also die nehme ich ganz gerne mit. Die finde ich sehr, sehr stark, die Karte. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Rollen wir dann mit denen nach oben. Genau, also ganz viele von denen holen. Das sind meine neuen Modelltanks jetzt, wenn ihr so wollt, ne? Genau, und der rollt dann von da hinten einfach gleich mit. So. So klappt die Geschichte. Gewonshottet werden die so oder so, wie gesagt. Da würde ich mir keinen Kopf drüber machen. Ja. Und wichtig ist halt, wenn die jetzt tanken sollen, dass ich eine Backline habe, die auch schießen kann, ne? Sonst bringt das nichts. Ja, die Phoenix genommen. Ich denke, die war eine Option für ihn, weil diese Phoenix-Karte Phoenix im Duell besiegt. Ich finde es aber komisch, dass er sich die Option freigeschaltet hat, wenn er die Phoenix diese Runde noch mit Marksman extra kontert. Die Kombination finde ich dann doch sehr ungewöhnlich. Er kann die trotzdem noch holen, weil die gegen die Panzer auch sehr gut sind, ne? Möglich ist das. Also die Phoenix-Herausforderung, also eigentlich Single-Target, ne? Von den Marksman, aber auch eine Phoenix ist jetzt, glaube ich, die, was auf der Agenda steht, worüber ich mich kümmern muss. Jetzt räumen meine Phoenix erstmal auf, weil ich eine Frontlinie habe. Den bitte noch schnell töten. Danke. Also da kommt schon eine Menge Tankiness zusammen, ne? Mit so einem Sledgehammer-Spammen für hunderte Stück. Das auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Da lohnt sich ja auch noch nicht mal den Scorpion zu holen, fast, ne? Ich finde sehr angenehm, dieses Sledgehammer. Panzerplatte für den Unit-Drop. Nehme ich, glaube ich. Wo das alles Single-Target ist, will ich da wirklich eine Panzerplatte für haben? So eine Runde Öl kann da auch schon sehr entscheidend sein. Ich kann das ja, Feuer, ich kann das ja zweimal benutzen, ne? Also jetzt und dann nachher nochmal im Spiel. Ja, wie macht man das jetzt da unten? Ich würde erstmal bei dem Panzer ein bisschen weiterbleiben. Komme ich da hinten irgendwie durch? Gehe nochmal einen Crawler dazu. Und dann gehen wir dem Panzer in Rage. Ist ein bisschen gefährlich, was ich hier treibe, bestimmt. Aber das ist halt wirklich, also die kosten 100 das Stück, ne? Man kann das gar nicht oft genug betonen, wie angenehm das sein kann. Da kann man wirklich schöne Dinge mit treiben mit dem Zeug. Da ist der Dicke. Jetzt muss ich mich gleich um meine Phoenix kümmern, zumal ich ja auch eine gute Anti-Schaft und Schaft-Frontline jetzt habe. Ja, auch nicht ganz so clever gelegt von mir das Feuer, ne? Ich Noob, ich habe das Feuer gelegt und dann den Panzer aufgestellt. Ich bin so dumm. Und jetzt schießen die halt zur Hälfte daneben. Okay. Headquarter wurde gesniped von links. Ja, nächste Runde mache ich die Phoenix. Die brauchen jetzt den Feuersupport, die Jungs, ne? Zu viel in die Front investiert. Das Feuer war ein Riesen-Fail, wie ich das aufgestellt habe. Problem bei dem Phoenix-Duell ist, dass er immer mehr Reichweite haben wird, ne? Jetzt gibt es noch die Scorpions. Kann er jetzt einfach dabei packen, unglücklicherweise. Ich würde die bei mir aber jetzt auch dabei holen, um diese dicken Panzer da wegzuholen. Und Scorpion kann ja auch gegen Scorpion kämpfen, ne? Also das geht ja in beide Richtungen.
Dann versuchen wir uns durchzuballern. Dann noch einen von denen und dann müssen wir die hier upgraden. Genau, die helfen dann gleich da aus. Also ich denke, dass wir hier Besuch kriegen jede Runde von den Scorpions. Das muss passen mit den zwei. Genau, also Reichweite, sonst klappt da gar nichts mehr. Der wird jetzt wegjumpen, oder? Genau, naja, der steht da gleich nicht mehr. Aber ich muss ja sowieso hier unten hin, also da stehe ich gar nicht schlecht. Rechts sind wir gesichert, denke ich dagegen. Die Frage, ob da nochmal ein Satellit hin muss. Wir beschleunigen das jetzt hier, falls da was im Weg steht. Genau, ne? Das war jetzt kein Rocket Science, glaube ich, mit dem Porten und dem Ding. Ja, er schießt auf meinen Crawler. Das Ding ist halt, er hat den Teleporter jetzt benutzt, ne? Für den einen Phönix. Das bedeutet, dass Reichweite bei ihm keine Option ist. Also das ist zu teuer, denke ich, ne? Ja, jetzt haben wir hier links das Problem, dass er hier einen Range-Vorteil hat. Dann werde ich weggenockt. Dann ist nie so dolle gewesen. Dann müssen wir gleich mal gucken. Links getroffen. Die Crawler sind ein Problem für den Herrn. Also bunte Einheiten, der hat alle Skins gekauft, ne? Stirb. Ja, wie machen wir jetzt das Duell mit den Scorpions? Also will ich da jetzt wirklich auch investieren wie der Gegner? Meine Phönix stehen leider ein bisschen weit hinten, um den Scorpions zu helfen, ne? Und wenn ich einen Crawler hinpacke, kann das auch wehtun. Deployment, Speed. Speed und Schaden. Deployment könnte auch gut sein, weil die Panzer ja vielleicht doch weiterbauen will. Nichtsdestotrotz sind sie immer noch Modelltanks, ne? Also, das hat sich ja, glaube ich, nicht geändert. Ich glaube, wir mischen das jetzt hier einfach. Die Frage, wie viel Upgrades man da ausgeben will, dann nachher. Und dann direkt halt aushelfen hier. Man hat ja da ein bisschen Sichtschutz. Direkt auf die Vögel schießt. Ja. Ansonsten. Tendiere ich dazu, noch mehr zu nehmen. Ich muss da jetzt ein bisschen aufpassen mit den Vögelchen, weil der Gegner natürlich jetzt auch ohne Probleme Panzer holen kann und dann Fortschuss holen kann und zurückballert. Bin ich direkt abgeknallt, ne? Die will ich nicht aufleveln. Aber bei allen Range. Und ich habe jetzt eine meiner Grundregeln schon verletzt, da ich hier eine große Flanke aufstelle. Das wollte ich ja nie wieder machen, weil das nie bei mir funktioniert. Nie, ne? Also das war schon eine Grundregel verletzt. Das hätte ich die Finger von lassen sollen. Wird sich nach dem Spiel zeigen, ob sie bewahrheitet, aber das ist auf jeden Fall etwas, was eigentlich bei mir nie funktioniert. Zweite Runde, schon etwas gemacht, was ich nicht wollte. Kann Zufall sein, klar, aber das muss mal überraschen, wie es ausgeht. Ihr könnt ja nach dem Spiel mal sagen, ob das die Flanke sich gelohnt hat in Summe oder nicht. Meine Erfahrung ist nicht. Er ist auf Geld gegangen, der Gegner. Ich muss also ein bisschen schneller beenden, wenn es geht. Ich weiß jetzt nicht, ob Replika gewinnt oder verliert gegen die Bohrmaschine, wie sie die gepatcht hatten. Ich habe es nicht mehr im Kopf, leider. Kann man Würmer bekämpfen damit? So, jetzt ganz schnell Kleinvieh töten. Wenn ich jetzt die Vögel ausgebe, der hat ja kaum Luftabwehr. Dann macht der Overlord und tötet alles. Weil der Overlord bekämpft jetzt alles, muss man sagen. Ne? Also von da ist es wahrscheinlich die eine der Optionen. Da habe ich ja viel zu viel Luftabwehr für meinen Geschmack.
gefällt mir gar nicht. Ja, also besser, was mir jetzt einfällt, wäre das und das und dann den Gegner überraschen mit der Horde, weil ich ja das Spiel schnell beenden will und einen mehr rekrutieren kann. Ne? Machen wir jetzt hier ein All-In quasi. Das funktioniert nicht viele Runden, ne? Gar keine Frage. Den mal beschützen. Also funktioniert auf jeden Fall nicht viele Runden. Den splitten. Dann bringe ich den hier weiter rüber. Okay. Den trotzdem da schnell auflösen. Ja, nochmal ein Panzer dabei. Wir haben ja genug. Dass die hier die Front einfach ein bisschen länger halten. Muss so stehen. Also ich will schnell beenden, ne? Das ist mein Ziel. Drei Würmer waren ohne Upgrade. Drei Würmer sind tot, wenn ich das richtig sehe. Overlord scheint die richtige Wahl zu sein. Der hat gut Schaden gemacht. Ne, da ist sogar noch ein Wurm gewesen. Wo war der denn so lange untergetaucht? Ich habe den gar nicht mehr gesehen. Er nimmt der Luftabwehrwurm. Ich meine, das kostet 100, das Ding. Ne? Ich habe eine Menge Flugzeuge. Also könntest du die Würmer jetzt nicht einschätzen, wie die funktionieren in diesem Szenario hier. Ist einfach untergetaucht, der Freund. Elektromagnetisch, Speed. Genau, also da kann ich zumindest, er hat Bomber-Upgrade, okay? Genau, also dann versuchen wir die Würmer auszuschalten, die Reichweite von dem und das Bomber-Upgrade. Das ist ja eigentlich immer sehr brutal. Ja, Bomber-Upgrade, das heißt, wir bräuchten vielleicht gegen Westen. Die fliegen ja trotzdem vor, die Tierchen, ne? Weil ich mich hier hinstelle, dann kriegt die Wespe vielleicht tot, weil der Wurm aus dem Stand feuert. Hier auch nochmal eine Wespe bekämpfen. Westen von der Flanke nicht unterschätzen. Ja, wie gesagt, ich versuche das jetzt zu beenden und wenn es diese Runde nicht klappt, dann haben wir ein Problem. Ja, wie machen wir den Rest, ne? Don't know. Einfach mehr von allem. Alles, was krabbeln kann, ist gut. Wir haben wieder die Zeitprobleme, die typischen. Range Speed. Keine Ahnung, Zeitproblem. Einfach anklicken. Da war ein Spawn diese Runde, das habe ich nicht gesehen. Das ist mir nicht aufgefallen, dass das eine Fähigkeit diese Runde war. Dass ein Westenspawn da war. Okay, also ist jetzt nicht das Riesendrama offensichtlich geworden. Aber das wäre natürlich ein spielentscheidender Move gewesen, zu übersehen. Jetzt habe ich nicht gesehen, warum er oben gewonnen hat, weil er Doppel-Upgrade vergeben hat, vermute ich. Hatte ich das nicht auch gehabt, Doppel-Upgrade? Ja, die Crawler sind natürlich schon ein Problem, wenn die den Kampf gewinnen. Ich habe es nicht gesehen, was da oben, ob ich ein Doppel-Upgrade hatte, aber das hat mich jetzt komplett rausgebracht, dieses Ding, ne? Das war natürlich ein Riesendrama. Naja, und ich hätte eigentlich Schilde ausgeben sollen für die Dinger. Das wäre eigentlich besser gewesen. Man sieht es eigentlich sehr klar. Da ist eine Wespe gespawnt. Sowas darf man nicht übersehen. Also das war eine unglaubliche Oversight, ne? Unendlich großer Fehler, das nicht zu sehen. Ist da. Übersehen, dass da eine Backdoor ist. Ja, man darf es keinem sagen. Und sich ein Satellit hingestellt, ne? Dann wäre das vielleicht ein bisschen besser gelaufen. Rhino diesmal, okay. Bombardment. Ja, Bombardment, Kleinvieh töten, vor allem die Wespe. Genau. Ich habe auch Doppel-Upgrade, der hat nur einen Level-Vorteil gehabt. Deswegen ist das hier. Genau, man sieht das jetzt, dass hier so rum. Die werden das jetzt aufräumen, ohne dass ich das dagegen machen kann, ne?
Klassiker, würde ich sagen. Absoluter Klassiker für mich. Okay, was habe ich gesagt? Was diesmal spawnt? Der Läufer vielleicht, aber den sollten wir tot kriegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Schaden brauchen wir definitiv. Ja, wenn ich diese Runde nicht beende, dann beendet das der Gegner für mich. Einfach nochmal schnell da durchhämmern die Sachen. Und ansonsten nochmal eine Panzerarmee einfach. Das tankt ja auch irgendwo. Wir müssen das Anti-Small-Problem sozusagen lösen. Genau, sonst nochmal hier nochmal einen Panzer da reinpacken. Das Headquarter links darf er nicht zu früh sterben mit dem Drop. Feuersupport, damit ich hier den Kampf besser gewinne. Mehr kann ich nicht machen. Ja, der wird jetzt ein bisschen scheppern. Doppel-Upgrade, Luft- und Panzerplatte. Weiß nicht, was das neu ist. Panzerplatte. Okay. Wogegen ist denn die Panzerplatte gut? Ja, Luft, aber der braucht ja doch relativ lange, um einen Luftschlag zu machen. Und ich habe ja jetzt hier Schilde, ne? In dem Fall will ich nur Vital jetzt durch das Schild überleben. Zumindest ein paar von denen. Das war, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Move. Ja, da oben alles ausgerottet, Gegner multipliziert. Also Flanke, absoluter Garbage, würde ich sagen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben, aber ich glaube, das war, wie ich gesagt habe, die lohnt sich überhaupt nicht, die große Flanke. In keinster Weise. Vielleicht hätte ich anfangen sollen, wieder Einheiten zu verkaufen. Ich glaube, ich habe trotzdem gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Weil mein Orbital auch viel mehr vernichtet hat als seins. Die Schilde sind alle irgendwie zwei Drittel weg. Also die hätten vielleicht sogar ohne überlebt. Overlord, fast 100.000 Schaden. Die Frage, ob das jetzt eine faire Runde war, weil der Gegner Regenwürmer geholt hat, ne? Und ich finde die ja einfach scheiße. Und ihr müsst mir das gerade erklären. Warum hat der eine Panzerplatte vergeben? Also ich habe es jetzt nicht begriffen. Also, das ist ja unendlich teuer gewesen, ne? Wegen den Lebenspunkten einfach nur. Also ich glaube, die Dinger als Luftabwehr zu nehmen, war nicht so gut. Und die Panzerplatte hat es nochmal extra teuer gemacht. Also jetzt zumindest mein Fazit, ne, zu sagen, dass das halt, das hat ihn, glaube ich, viel, viel, viel gekostet. Aber wieder mit der Flanke, also ich denke, dass das mich extrem viel gekostet hat. Sah jetzt nicht knapp aus, aber mich hat es halt nicht überzeugt, die Flanke, in keinster Weise. So, erstes Spiel, kein Fehler, den ich gesehen hätte. Zweites Spiel, astronomisch großer Fehler. Einer da und dann der Wespenspawn, ja. So, jetzt nochmal das dritte Spiel und guck mal, wie viel ich da vergeige. Ich gehe mir nur mal vorher nochmal kurz einen Keks holen. Gleich wieder da. So, wieder da. Jo, gucken wir mal, welches MMR ich jetzt kaputt machen werde. 167, okay. War schön, das zu sehen. Zumindest mal kurz zu sehen, war schön. So, da haben wir wieder einen guten Gegner. Den Guatios Prime, oder wie man das ausspricht. Dann schauen wir mal. Drittes Spiel. Eben habe ich zwei Fehler gemacht. Mache ich jetzt im dritten Spiel drei Fehler? Na, mal sehen. Elite. Ist auch so ein Ding, ne? Also die Phönixstart sind wirklich sehr gut. Aber ich habe weder einen Phönixstart noch einen Anti-Phönixstart. Also das würde ich sagen, keine guten Startkarten, wie ich es im Moment sehe. Ja, nope. Ja, würde ich sagen, dumm gelaufen. Ich versuche das jetzt hier vorne. Also jetzt Marksman oder Phoenix bestimmt. Gut, Marksman, aber die andere Sorte. Okay, schauen wir mal. Die sind ja in aller Regel, wenn er nicht rusht, an den Seiten. Jetzt stellen wir die Panzer auch an die Seite hin. Ja, Platz für den Crawler lassen. Die würde ich ganz gerne sogar gerade da durchlaufen lassen, weil die dann ein bisschen länger tanken gegen die Mustangs. Genau. Kann ja auch von hinten reinlaufen dann. Glaube ich nicht ganz da hinten stehen. Ja, stehen die zu weit vorne?
I'm not sure. Muss doch an die Seite ran. Ja, was machen wir da jetzt? Quicksilver. Alles Kanonenfutter bei mir im Prinzip. Kommt er ja jetzt Anti-Small noch? Muss eigentlich, ne? Und hilft ja auch gegen den anderen. Ich unterstell mal, dass das. Da kann er vielleicht einen Satellit abfangen, das ist die eine Geschichte. Drei Felder. Und früher die Modelltanks abfangen, damit die Panzer nicht die ganze Zeit auf Modelltanks hauen, wenn die so stehen. Satellit. Okay. Dann verlieren wir zumindest nur einen Arclight. Aber ne, der hätte jetzt hier natürlich gut aufgeräumt. Dafür war er ursprünglich auch da. Aber die Panzeridee geht gut auf, ne? Hier. Da hattest du früh den Marksman abbekommen, oder was war das gerade? Ich habe gar nicht hingeguckt. Der Gegner hat einen 200-Plus-Start, ne? Und den Satellit dann auch genutzt und große Armee und alles. Merkt man, glaube ich. Ach so, und ich habe noch Cost Control, ne? Da halte ich natürlich noch mal extra wenig aus. Sonst hätte ich jetzt mit einem Defense-Knopf mich Anti-Satellit machen können, die Arclight, aber das geht jetzt nicht mit einem Defense-Knopf. Crawler. Das ist gefährlich, da Crawler reinzudonnern, weil es Fire Badger gibt, ne? Luftabwehr existiert nicht. Schwierig. Ich will eigentlich nicht einen Phönix dagegen spielen, nicht unbedingt. Also mir gefällt nichts davon und dann muss ich aber noch einen Flugabwehr gegen die Phönix aufstellen. Dann kann man die Crawler auf jeden Fall rösten, ein bisschen tanken. Dann doch relativ früh gestorben. Gegen Satelliten, voll überleben die eigentlich. Luftabwehr immer schon ganz nice, wenn man die jetzt dabei hätte. Mit Marksman zurückschießen. Ja, vielleicht eine Wespe dabei packen. Er muss in der Mitte nochmal einen aufstellen, das will er ja vielleicht nicht. Ja, versuchen wir das mal. Ansonsten eine ohne Reichweite. Ich habe ja Geld über, ne? Und da machen wir das mal. Was hat der geholt? Hat der gerade gar nichts geholt, der Gegner? Moment, was habe ich gerade verpasst? Hat der einen Marksman, der hat, glaube ich, gar nichts geholt, diese Runde, ne? Also klar, diesen Unit-Drop. Und dann hat er gespart? Ach, mein Kopf scheint aus zu sein. Oder ist der da neu? Der ist neu, ne? Irgendwie sah das trotzdem nach Sparen aus. Ja, die Wespe war gut. Echt jetzt? Geht auch. Ich glaube, er hat einen Arclight geholt, aber sonst habe ich nichts gesehen. Preiswerte Raketen. Man braucht schon Luftabwehr jetzt früher oder später, ne? Mal gucken, ob wir das überleben. Ja, in der Mitte noch einen Panzer aufstellen. Da erwarte ich mir jetzt ein paar Freunde. Und ansonsten noch eine Wespe dazu packen. Ist halt schicki an den Seiten, ne? Aber dann kann man das Kleinvieh ein bisschen effizienter nochmal räumen. Und die haben ja hier, ne, Modelltanks vor sich. Ich versuche das jetzt mal. Ja, muss ich mich auf jeden Fall um Satelliten kümmern. Die Wespe mit dem Fängen holen, mehrere Fängs. Wenn ich jetzt angucke, hätte ich natürlich gesagt, scheiße, hätte ich lieber die Artillerie genommen.
Und nachher seid ihr immer schlauer. Ist die Frage, ob da Reichweite gleich lohnt. Problem jetzt hier kommt immer das Gleiche. Wenn ich jetzt den Drage gleich gebe, diesen teuren Dingern, dann packt er das Scorpion 10, dann bin ich komplett raus. Ne? Die Frage ist, ob man damit Feuer arbeiten kann, aber das ist das gleiche Spiel. Und mit Scorpions kann der unglaublich viel bei mir zerstören jetzt. Was denn, wenn ich Scorpions aufstelle, um diese Panzer zu vernichten? Oder da und da was hinstelle, um diese Flammenwerferpanzer zu holen? Die sind ja viel zu lange auf der Map, ne? Also mich würde es nicht wundern, wenn er jetzt Scorpion holt. Oder halt Fortress oder irgend sowas, ne? Weil es eben die Panzer ja doch ein Riesenproblem für ihn sind. Und er sieht ja, dass ich hier Item habe, Level 2. Und wenn ich jetzt Rage ausgebe, wird das mit eingesackt von den Scorpions. Das ist meine Befürchtung. Ein schönes Feuerchen. Das ist, glaube ich, hier eine sehr schöne Sache. Ist die Frage, wo er schilden wird. Kann ich die Wespe das machen lassen? Ich gebe dir jetzt einfach mal Reichweite, die Wespe, weil das ja anscheinend ganz gut funktioniert, ne? So, aber das löst nicht mein Problem an der Front. Das ist echt zu gefährlich, noch einen Panzer zu holen. Die Dinger können aber auch geröstet werden. Also, wir müssen das jetzt, glaube ich, hier vermischen mit den Modelltanks. Damit die einfach ein paar Schüsse abfangen. Es dauert ja einen Moment, bevor die an die Front kommen, ne? Wie schnell seid ihr denn? 10, genau. Dann müssen wir ein ganzes Stück nach vorne. So, das wäre der Versuch. Ihr fahrt da vor, oder? Auf der linken Seite. Im Ernst? Ich muss ihm gerade mal beibringen, dass das keine gute Idee ist. Schild? Na klar. Ist das eine Scheiße hier mit dem Schild? Ich hätte ja auch da feuern können, ne? So ein Dreckverfluchter. Oh, die sind aber ganz schön nach rechts abgebogen. Oh, okay, ne? Aber das war jetzt, also im Schild, klar, das war falsch geraten. Aber das hier, ne? Ich habe mich ja gerade selbst abgelenkt, sonst wäre der tot gewesen. Das war natürlich selbstverschuldet. Fehler Nummer 1. Das da war einfach nur Pech. Ja, das Schild, das war natürlich super unglücklich. Zumal meine ganze Fähigkeit umsonst jetzt ausgegeben wurde, ne? Und wenn das jetzt auch noch hält, das Schild, habe ich es nächste Runde immer noch. Also, das Schild war jetzt unglaublich stark für ihn. Aber links wäre ich durch gewesen, samt Headquarter wäre der Satellit richtig platziert gewesen. Also das war ein astronomisch großer Fehler, hier ein Fängchen zu machen, damit mein eigener Satellit nicht mehr den Typen tötet, ich das Headquarter nicht erreiche und dadurch das Schild nicht bekomme. Das war keine Kleinigkeit, das war richtig, richtig schlecht. Okay, wir brauchen jetzt eine Feuer für die Back von ihm und die Frage, womit wir das machen wollen. Ob wir da wirklich schon mal einen Vulken für holen mit Feuerraketen, weil die machen das halt nicht, ne? Wir müssen an die Backline. Und normale Raketen kann man zu gut abfangen, finde ich persönlich. Also Luft. Ich brauche Anti-Air auf jeden Fall ein bisschen. Falls er eine der Luftdinger holt, sollen die das abknallen. Das wäre jetzt meine Hoffnung. Ob wir das machen, ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, ich brauche jetzt Feuer für die Backline, ne? Also. Aber das mit dem Schild ist jetzt Runde für Runde scheiße. Ich stelle die beide auf die Seite in der Hoffnung, dass die das früh wegholen. Okay, ja, ich habe natürlich kein Geld, ne? Naja, also diese Satellitengeschichte, die ich falsch gestellt habe, die könnte mich super teuer zu stehen kommen. Das Ding funktioniert nur, wenn der Feuerraketen hat, ne? So ist das halt leider. So ein Ärger, ey. Die doofen Marksmen alle 8 Sekunden habe ich, um das zu entscheiden. Ach, Stress, ich mag das. Da kann man nichts falsch machen.
Zumindest stehen meine Königs jetzt einen Tick gut. Vielleicht ärgerlich, dass wir nur einen davon haben. Aha. Na gut, dann, aber die Hälfte ist ja schon mal besser als nichts, ne? Dann können die Wespen da durch. Auf jeden Fall gleich einen Rage dann ausgeben, damit die Panzer aktiviert werden. Obwohl das wahrscheinlich nächste Runde dann schon deaktiviert wird vom Gegner durch irgendwas. Also ich will wirklich nicht sagen, dass die Lid, ne, wo ich mich selber ausgenockt habe hier, spielentscheidend war, aber das wäre schon extrem wichtig gewesen, letzte Runde. Extrem wichtig. Dann hätte ich ja Schild letzte Runde gehabt, die letzte Runde gewonnen, ne, Levelunterschied, alles. Und jetzt habe ich halt einen Vulcan, von dem er weiß, der nur in einfacher Ausführung kam, den er jetzt kontern wird. Luftabwehr. Tanky machen die Einheiten. Schon teuer. Nochmal einen dazulaufen lassen. Für 50 einfach dazu holen. Soll aushelfen. Ja, also meine Luftviecher sind alle tot, ne? So, also wir brauchen das. Wir brauchen das. Und wir brauchen die Level. Aber das Schild kriege ich ja nicht mehr weg, ne? Ich laufe dem Ganzen jetzt hinterher. Das ist schon super unangenehm, was hier läuft. Ja. Er kann die Raketen halt jetzt easy peasy mit Schilden abfangen, wenn man Crawler, wo die alle auf denselben Crawler schießen. Ne? Das ist halt so eine Ausnock-Geschichte. Zumindest muss die einen großen Punch haben und der ist halt vorbei, wenn man die nur eine Runde so spielt. Also eigentlich den einzeln zu spielen, eben war der zweite Fehler gewesen. Ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Ja, da ist das jetzt leider so. Versuchen trotzdem damit Level links reinzulaufen. Ihr setzt aber weiter auf Mustangs, also das könnte mich zurückbringen. Mal sehen. Das Mustangs-Investment kann, glaube ich, auch nach hinten losgehen. Meiner. Klar, die bleiben jetzt zwischen dem Feuer stehen. Warum auch nicht? Zumindest stehen die im Feuer. Aber dass die zwischen dem Feuer stehen, war natürlich scheiße, ne? Sind wir, glaube ich, einig. Ja, hier vorne brauchen wir nochmal für die gleich Reichweite, damit die mehr Schaden an dem machen. Ich hoffe, dass sie mit Reichweite da draußen stehen bleiben. Aber wie gesagt, das Schild, das macht mich halt fertig. Da kommt kein Feuer rein, deswegen töte ich nichts darunter. Also. Und das hätten wir mit dem Satellit-Placement eben, hätte ich mich nicht selber rausgenockt, hätte man das Schild ja schon lange weggehabt, da an der Stelle. Das war schon nicht toll. Ja, machen wir nochmal Feuer und dann machen wir eine Runde Öl dabei und dann nochmal einen von denen. Aber das müssen wir irgendwie wegholen, das dumme Schild. Also ich werde halt gekontert von dem Schild, ne? Ganz simpel. Okay, gucken wir mal, wie viel der jetzt hier schildet. Öl. Feuer. Wird wahrscheinlich alles durchgehend geschildet sein, oder? Okay, die brauchen Reichweite, sonst klappen die nicht. Ja, zwei, drei Modelltanks an der Front, die nicht jede Runde sterben, wären wahrscheinlich auch gut. Ja, und der Rest? Eigentlich nicht die beste Antwort mit den Dingern, aber ich muss irgendwie die Front mal halten gegen die Sniper. Der wird dann mit Satelliten jede Runde halt arbeiten, ne, um das eben zu verhindern. Ist halt, wie gesagt, also das ist jetzt der richtige Schnee. So eine Scheiße mit dem einen Satellit und dem. Also hätte ich diesen Fang nicht gestellt, hätte der Satellit eben das Spiel entscheiden. Nicht entscheiden können, aber massiv in meine Richtung verändern können. Also. Obwohl ich auch glaube, dass der Pfeil immer falsch angezeigt wurde. Aber muss ja auch sowas, ich kenne das ja, da muss man drauf achten. So, die sind leider mit null Leben da durchgekommen, verstehe. Das ist schon Level 3, ne? Ich laufe jetzt dem ganzen Spiel hinterher.
Ich habe jetzt zumindest die Reichweite, sodass die ihren Schaden vergrößern. Und dann können die hoffentlich mal da eine Lücke reinschießen. Aber die haben inzwischen so viel alles, ne? Also, ich komme an den Leveln nicht mehr vorbei. Mit dem Item multipliziert er ja auch. Stellt euch mal das jetzt vor, nur dass der Level eben gleich wäre oder ich mehr hätte. Dann wäre ich da, glaube ich, durch. Okay. Ja, das wurde entschieden in dieser einen Runde. Zumindest waren die Schilde jetzt weg. So, jetzt kann man sagen, wie viele Fehler habe ich diese Runde gemacht? Ich glaube, es war einer nur, also weniger als eben. Aber der war so entscheidend, der Fehler, dass das Spiel dadurch entschieden wurde, wäre jetzt fast mein Fazit. Ja, weil die danach halt einzeln holen mussten und dann haben die nicht mehr funktioniert und alles. Dann habe ich hier das Schild nicht geholt. Es ging jetzt allerdings vom Geld auch nicht, ne? So, jetzt mal ein anderer Fehler, der mir auffällt. Ich hätte ohne Probleme die Dinger verkaufen können, als die jetzt in Masse da waren. Und von dem Verkauf dieser Dinger hätte ich wahrscheinlich das Schild finanzieren können. Ne? Weil die jede Runde mit Satelliten ausgeschaltet, damit eben die Marksmen schießen können. Ne? Ist übrigens ein Riesenfehler. Die Dinger funktionieren nicht gegen die Raketen. Also das war jetzt, glaube ich, weil ich getiltet war wegen dieser Scheiße, habe ich jetzt einen zusätzlichen Fehler gemacht, der unnötig war. Also die Dinger waren ja unnötig und hätte ich die verkauft, dann hätten die ein Schild gehabt und hätte jede Runde Satelliten geholt, damit die Sniper funktionieren. Ne? Also das wäre auch nochmal ein Unterschied gewesen. Klar, das mit dem Feuer am Anfang, das war halt Pech gewesen, also da Schilde, wo ich Feuer lege. Ne? Ist auf der anderen Seite gelegt, wäre geil gewesen. Naja, und der hat sich dann einfach irgendwann abgehoben von der Statistik. Ne? Den kriege ich ja nicht mehr tot. Ja, also es war unfokussiert, das Spiel, waren doch eine Menge mehr Fehler drin, als ich denke wahrscheinlich. Und ja. Also ich würde tatsächlich sagen, das dritte Spiel war das schlechteste von den dreien. Das zweite war das zweitschlechteste, das erste war das beste. Das wäre jetzt mein Fazit. Und der erste Spieler war tatsächlich besser als die anderen beiden Spieler, ne? Zumindest hat er zweimal mehr MMR gehabt. Ist ein kleines Sample, ohne jede Frage. Aber wie gesagt, ich beobachte seit Monaten, dass wenn ich mehr als ein Spiel mache, dass ich scheiße spiele. Und das ist einfach nur wieder Beweis dessen, was halt meine Beobachtung ist. Ich kann das gerne noch ein paar Mal untersuchen, aber im Moment habe ich echt das Gefühl, ein Spiel machen und dann ein paar Stunden Pause. Ist wahrscheinlich zu anspruchsvoll sonst für mich das Spiel. Ne? Vielleicht muss ich das so akzeptieren. So, ich bin weg für heute. Ciao, ciao.